Hallo, 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 weiter geht's mit Shakes and Fidget. Willkommen da, ich bin der Lars, ich grüße euch ganz herzlich weiteren Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Es ist St. Patrick Day, was kein Schwanz hier feiert, aber trotzdem. Obwohl, ich habe gehört, es gibt viele auch bei mir auf der Arbeit, die das teilweise feiern. Warum? Ein weiterer Grund zum Saufen. Jawohl, hoch die Tassen. Ich trinke aus meiner Rick and Morty Kaffeetasse. Moment, Prost auf euch. Das schwarze Gold. Was geht ab, Leute? Leider immer noch Webcam-Probleme, also leider wird es so sein, dass ich bald meinen PC neu aufsetzen muss, weil der ist übrigens mittlerweile über 10 Jahre alt. Sind das 10? Ich glaube, es sind schon 10 Jahre, ne? Krasse Scheiße, oder? Und ich kann immer noch im Browser gerne damit spielen. Da muss ich definitiv mal was Neues gegönnt werden. Deswegen auf jeden Fall, ich überlege mir auch einen Laptop zu holen, weil aktuell das, was ich Let's Play in dem Bereich, könnte ich mit einem Laptop auch machen. Ein Laptop mit einer, Ladestation, mit einer Dockingstation an meine drei Monitore. Wäre eine Überlegung wert, oder? Dann bin ich mobil und so weiter. Na, mal gucken. Habt ihr Erfahrung mit sowas? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Dockingstation plus Laptop. Das, auf Arbeit läuft das auf jeden Fall. Habe ich das ja auch schon. Laptop mit Dockingstation, damit ich auf jeden Fall vernünftig arbeiten kann und wie den Laptop immer auch Homeoffice-mäßig mitnehmen können. Aber für zu Hause wäre auf jeden Fall auch eine Option. Glaube ich zumindest. So, St. Patrick Day, das bedeutet das auf jeden Fall, wir können Money bis zum Gehtnicht mehr rausklatschen. Deswegen gibt es auch Wunderbärchen tolle Angebote hier im Shop. Beziehungsweise nicht hier, sondern im Webshop. Klickt gerne unten den Link auf der, in der Beschreibung, geht auf den Webshop. Dort, übrigens, im Webshop sind die Angebote günstiger. Das heißt, dort bekommt ihr für mehr Geld, nein, nicht für weniger Geld, mehr Pilze. So. Benutzt gerne den Creator-Code-Zuschauer, weil ich ja gepartnert bin, habe ich den. Einfach bevor ihr quasi abschließt, geht da unten Creator, gibt ihr Zuschauer ein. Bekommt eine kleine minimale Provision. Vielen Dank dafür. All die das machen, Kuss auf die Nuss auf jeden Fall. Support ist kein Mord, ihr wisst Bescheid. Dankeschön, dass ich endlich weiter fleißig meinen PC mir kaufen kann. Nein, Dankeschön dafür. Ja, St. Patrick Day, was bedeutet das? Natürlich, dass der Hals erstmal zumacht und ich ganz viel räuspern muss. Nein, das bedeutet, wenn ich los draufklicken, der Bart unglaublich geil. Ich mag ja die Farbe. Also von den Farben her mag ich den St. Patrick Day sehr, sehr gerne. Aber es ist wieder also so wie ich das mitbekommen habe, ist es ja eigentlich nur wieder sehr viel besaufen und das hat auf jeden Fall was mit Glück zu tun, definitiv. Kommt ja, meine ich, soweit ich meine, von den alten Kobolden, aus Schottland. Übrigens ein paar Schotten auf der Arbeit. Egal, so, Glanzparade des Goldes. Ich sollte die mal fragen, was das genau bedeutet, St. Patrick Day. So, Glanzparade des Goldes haben wir am Start hier. Ebenso gibt es Tag des heißen Eisens, Wunderbärchen, Epic Glück extra, das ist ja ziemlich cool. Und hier das der Glückstag ist quasi da, ist natürlich ziemlich cool. Wir können quasi hier 40 Mal, war es 40 Mal? Nein, man kann 20 Mal würfeln, dabei kann man immer Epics raus sich holen. Heute ist bei mir schon Samstag, ich lade das Video auch hoch, wenn ich es quasi aufnehme. Ich habe gestern schon ein bisschen gewürfelt, habe sogar zwei wunderbare Epics bekommen, oder waren das drei? Lass mich kurz checken. Das habe ich neu und eine neue Waffe, Chicken Master 3000. Ich muss sagen, auf EU2, wo wir hier sind, die Waffe ist immer am Start, ohne Witz. Auf den anderen Servern hat die Waffe immer ultra hart genervt, kam nie raus und so weiter und so fort. Ich bekomme die ganze Zeit Epic-Waffen in meinen kleinen Popo reingelümmelt, also das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Oh yeah. Das gefällt mir. Ebenso kann man am Rad 40 mal drehen. Richtig sexy, lucky, geil. Und es gibt noch den Code. Ich weiß nicht, ob der noch aktiv ist. Gestern ging er noch. Also ich kann es euch nochmal sagen. Und zwar heißt der Coupon Lucky Day. Wir können ja mal kurz hier gucken, ob der noch funktioniert. Das heißt hier, der Coupon. Lucky Day. Lucky Day? Fehler. Wurde bereit eingelöst. Also kann man den quasi nur einmal einlösen. Aber ich denke mal, über das ganze Wochenende kann man das Ganze machen. Dann bekommt man quasi von diesen Lucky Points, ich glaube, 200 Stück, die kann man dann benutzen, um quasi am Rad zu drehen. Sehr, sehr sexuell und mega geil. Auch das Aufgemachte hier finde ich alles sehr, sehr süß. Bevor wir jetzt hier loslegen und loslümmeln und Gas geben, auf jeden Fall, werden wir definitiv erstmal kurz im Dungeon vorbei lümmeln, weil da habe ich noch ein bisschen was offen, ne? Ich habe ein bisschen Gold am Start, soll noch ausgeben werden, das ist ja allgemein Gold-Event, deswegen kann man sich da so ein bisschen gönnen. Aber was auch ganz wichtig ist, hier in 2 Stunden ist endlich das hier fertig. Die Mine, wenn wir vielleicht gleich überspringen, dass wir dann endlich, was will im System, muss ich verarschen, dass wir dann endlich mal das Herz bekommen können und dann natürlich in die wunderbare dunkle Welt mit dem schwarzen Herz, in die Schattenwelt oder wie es auch immer heißt, ne? Ich wechsle immer Schattenwelt, es ist die andere Welt, die andere dunkle Welt halt, ne? Ich kann es mir halt nicht merken, von mir ist es immer die Schattenwelt, ihr wisst Bescheid. Ich bin halt ein dummer Mensch, sorry. So, wie wenn Sturm, können wir auch noch ein bisschen machen, wenn wir Bock haben. Ich würde sagen, wir fahren uns erstes mal in den Märchenturm hinein. Auf die junge Dame hier, die ist schön nackelig. Schön nackelig ist er. Komm mal kurz hier so die Sternchen weg uns denken und dann geht's ab hier auf jeden Fall. Dann ist der Lümmel am Start. So, komm, let's go. Madame, du hast Bock. Wir haben beide Bock. Obwohl ich dich sehr gerne so sehe, wie du so aussiehst, aber trotzdem, du musst halt auch mal sterben. Alle müssen sterben. Yay. Das ist, glaube ich, Intelligenz. Schuhe? Nice. Sehr sexuell geil. So, wir checken kurz die Lage. Intelligenz, Schuhe, sehr gut. Upsala, verklickt, es tut mir leid. Intelligenz, 200, oh, ja, 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 doch, mach mich doch schon ziemlich geil. So, rein damit, und weiter geht's. So,
im Turm. Der brennt, der will alles anzünden. Ich will dich anzünden. Ich glaube, deine Haare brennen sehr gut. Da gibt's einen Ring. Was mit ihr? Fällt sie auch noch kurz? Komm, die Lümmel wir auch noch kurz weggehen. Natürlich. Bogen. Wieder neue Waffe oder was? Ah, es macht so Spaß. Die Waffen kommen raus. Erstmal gut Stärke. Und noch mehr Stärke. 260 auf jeden Fall. Upgrade des. Nein, nicht zerlegen. Hupsala. Übrigens kann man auch 15 Mal zerlegen, weil Tag des heißen Eisens ist. Das ist Eisen. Das ist heiß. Und hier haben wir noch Stärke, auch ein Upgrade-Wert auf jeden Fall. Steingewinnung, Dankeschön. Reingelümmel, Dankeschön. Das war 169 geschickt. Das können wir definitiv mal ins Klo reinlümmeln. Wunderbärchen und direkt dann auch zerlegen. Tschüss. Und ein Bogen, brauchen wir ihn. 730, ja, 500, der ist schlechter. Der ist schlechter als meiner, aber mein Kundi wird sich freuen. Mein wunderbarer Kundi, oh yeah. Oh, auf jeden Fall. Kann er noch ins Klöchen? Kann ich ins Klöchen, ne? Ich glaube, der Bogen kann nicht ins Klöchen. Der kann nicht ins Klöchen, aber den könnten wir trotzdem. Der kann nicht rein. Wir müssen ihn zerlegen. Tschüss. Das kann auch zerlegt werden. Das kann nicht zerlegt werden. Und die drei Sachen sind fürs Klöchen, Popöchen, Wunderbärchen. Ich brauche hier noch was. Neuen Edelstein. Ich habe schon länger keine mehr bekommen, warum ich die ganze Zeit dabei bin, die Edelsteinmine hochzupushen, um einfach nur Gas zu geben. Ja? Genau. Übrigens unten rechts der Creator Code immer noch Zuschauer, der ist hier eingeblendet. Ich weiß, jetzt mal wurde schon erwähnt, dass der nervt euch Blätter ja nicht. Deswegen beim nächsten Blättern, beziehungsweise lassen wir was Neues einfallen, werde ich irgendwie Links auf die Seite verbannen. Hier so, wo gerade mein ekliges, aufgezeichnetes Face ist, obwohl das ist sehr, sehr schön. Dankeschön dafür. Dreimal Gegenstände beim Schmied zerlegen. Kundschafter und Manga zählen doppelt. Yay. Yay, yay, yay. So, ich würde sagen, es geht weiter. Und zwar, wo im Türmchen? Oh, ein Stein für unseren Kundi würde halt schon einiges reißen, ne? Wir wollen in den Turm. In den Turm. Und zwar in the Ghetto. Sehr schön. Der ist auch da. Oh, es geht voran, Leute. Es geht sexuell richtig steil nach vorne. Was ist er hier mit seiner richtig dicken, fetten Lanze? Gar kein Problem. Mr. Schneuzer. Hier, Affe. Aladdin und sein kleiner Popo-Affe. Weggelümmelt. Hier, Madame mit ihren Hasen. Den kennt man noch. Ich zeig dir gleich, wo der Hase hängt. Komm. Weil, ne, ich zeig dir, wo der Hase ist oder so, ne? Es ist sehr, sehr pervers. Egal. Magier ist natürlich immer unser Erzfeind hier. Unser Counter. Wie sie ihn mal nennen. Weil unsere Fähigkeit dort nicht aktiv ist. So wie aktuell aktivieren wir hier nicht unsere Abwehrkräfte. Aber der Hase mit seiner Uhr. Ja, komm, Hase. Er hat keinen Bock. Er hat keinen Bock zu sterben. Warum will er nicht sterben? Wir checken mal kurz die Lage. Also Intelligenz. 266 Upgrade. Yes, da fehlt auch ein Stein. Ihr seht schon selber, ne? Dadurch, dass ich jetzt quasi die ganze Zeit bin, meine Mine hochzuklatschen, fehlen mir die ganze Zeit die krassen Steine. 220. Mist, kann er nicht anziehen. Kann er nicht anziehen, deswegen können wir das auch zerlegen. Und das sind die Tut-Tut-Schuhe. 61er, yes. Kleines, feines Upgrade, da geht auf jeden Fall mehr, aber trotzdem raus damit. Der Mal ist nur immer mehr, ihr wisst Bescheid. Und schon 7,6 Mille Gold, es ist so unfassbar geisteskrank, wie viel man bekommt. Arena musste ich hier natürlich auch mal Gas geben. Das, was ich am meisten hasse in diesem Spiel natürlich, der Arena-Manager muss auch gemacht werden. Ich muss langsam mal opfern und hier auf jeden Fall wieder reinlümmeln, dass wir ein bisschen Gas geben. Meld mich zum Raid. Sehr schön. Fein. So, wir sagen, wir gehen auch in den Wirbelwindsturm, weil Gold ist halt am Start, ne? Und Gold rasiert, Gold regelt und Gold gönnen wir uns auf jeden Fall, denn Gold ist da. Das Gold-Event. Da kriegen wir toll Gold. Gold. Wie sieht es selber, das Gold? 9 Mille haben wir schon. Ein Ding für den King und 212. Wir kommen. Wir kommen. Da sind wir 212. Sehr, sehr nice. Gefällt dem Lars. Müssen wir kurz Lucky Lars aktivieren, dass wir ein bisschen weiter rasieren oder was? Natürlich. Let's go. Okay, ich glaube, das ist schon eine Endstation. Doch nicht. Verstrecker, was mit dir? Du hast schon so eine Ähnlichkeit wie so ein, weiß ich nicht, Predator-like, ne? Also, das soll doch auch ein Predator sein, ne? Der Verstrecker. Hier gibt's Sinn, ne? Verstrecker, ja doch, das ergibt Sinn. Ihr wisst Bescheid. Englisch nicht meine Stärke. Obwohl ich besuche nach meiner Arbeit einen Englischkurs, ja? Ich werde besser. I am better in English. My English is not the yellow from the egg. Es wird besser. Und bald werde ich nur noch Englisch kommentieren, da habt ihr bestimmt Bock drauf. Nee, Englisch ist wichtig, auch im Arbeitsumfeld. Es sieht immer mehr international, auch bei uns, deswegen muss man da ein bisschen mitdenken. Der Lars ist ja noch nicht ganz so alt. Du hast ja noch 5 Jahre bis zur Rente, da kann ich noch ein bisschen lernen. So. Hm. Hier, guck mal, Schnee. Guck mal hier. War gerade der Schneelöwe, deswegen habe ich Schnee gesagt. Draußen übrigens mega warm bei uns. Es ist halt, wie spät, 11.19 Uhr. Weil ich habe unten rechts eine Uhr, will trotzdem mein Handy gucken. Es ist 11.19 Uhr und wir haben es schon 12 Grad. Lecker Schmecker. Gestern war ja gefühlt T-Shirt-Wetter. Einfach 18, 19 Grad. Geisteskrank war das. Aber dieser Temperaturunterschied, ne? Du hast einen Tag einfach 4 Grad, 2 Grad. Nächsten Tag 16 bis 18. Wo ich mir denke, Gott sei Dank habe ich ein gutes Immunsystem, bin so gut wie nie krank. Aber Chef, du hast ein schlechtes Immunsystem. Dann wirst du ja nur einfach geisteskrank die ganze Zeit in dein kleines Immunsystem reingeballert.
Das ist immer nur verrückt. Ich kann es euch. Nur Brüste hier. Ah, der Lars, nur Brüste. 14 Mille Gold, ihr seht es selber. Gold-Event ist sexuell. Und gleich beim Rad werden wir noch mehr bekommen. Das sieht so, so, so schön. Das gefällt mir. Ich würde sagen, ich spiele kurz meine Alu. Das heißt, bis gleich. So, die Alu ist schon wieder kaputt. Hat der Lars kaputt gemacht, der Alu. Hat er aber fertig gemacht. Ihr kennt das ja, ne? Der Lars wird Alu kurz machen. Hat ein paar Gegenstände noch bekommen. Finde ich ziemlich gut, weil können wir alle zerlegen beim Schmied. Alle weg. Wunderbar. 33 Millionen Gold. Zwei Eier. Ich habe auch zwei Eier. Jetzt haben wir nochmal zwei Eier hier. Bam. Neues Pet am Start hier. Und hier noch neues Pet. Bam. Altes Sperma-Teil. Und wenn wir hier... Wir machen es jetzt scheißegal. Komm. Bam. Ich wollte draufklicken. Dankeschön. Ist fällig auf jeden Fall. Jetzt können wir hier kurz einmal Edelstein suchen. Und natürlich müssen wir das Glück haben. Ja! Unterwelt. Nice. Da ist er beim ersten Mal. Let's go. Bam. Mädels. Hier, direkt noch das Angebot oder was am Start. Hier gibt es nochmal das Unterwelt-Paket. Kann ich mir auch gleich mal gönnen. Aber ziemlich cool. Kann ich gleich gebrauchen. Direkt hier mal aus. Was? Nicht genug was? Du hast nicht genug Seelen. Ich habe genug Seelen. Ich brauche 165, ich habe 300. What? Ich muss mal kurz das Spiel neu laden. Bleiben Sie ruhig. So. Ja, der Lars war kurz neu geladen. Der gibt's ja gar nicht hier, ne? Hat auch genug Herzen. Ah, ist schon ausgebaut. Jetzt brauche ich 600 plötzlich, ne? Was? What? So, kurz fertig gelümmelt den alten Lachs hier. Wunderbar. Wie gesagt, ich kann jetzt eigentlich genug Herzen gleich bekommen, weil dadurch, dass ich quasi am Rad drehen kann, obwohl da gibt es noch keine Herzen, Entschuldigung, aber dadurch, dass ich quasi beim Würfelspieler würfeln kann und Würfel ganz viel Würfelspieler kann. Ja, kann ich jetzt auf jeden Fall machen. Ich würde mal sagen, wir machen das jetzt auch mal kurz. Und geben jetzt hier ein bisschen Gas. Also Seelen brauche ich. Ja, Holz auch okay. Ich versuche natürlich, mein Hauptaugenmerk ist halt immer noch Epix. Ah, da kommt das erste, eine wunderbare Brust. Oh, hier. Und die Seelen finde ich auch sehr cool. Dankeschön. 198 ist ja voll lächerlich schlecht. Ja, was ganz cool. Stein könnte ich auch gebrauchen, aber Seelen finde ich gerade wichtiger. Hätte ich mal Stein genommen, verdammte Axt. Also hier, ich gehe immer auf Epic, ich weiß nicht, macht ihr das auch? Es kommt immer drauf an, auf welchen Server, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen 500-Plus-Char habe, dann gehe ich eher auf Gold, so ist meine Überlegung. Manchmal verfallt denn trotzdem, dass ich mir ein Epic hole, was ich am Ende gar nicht brauche, weil es schlecht ist. Aber trotzdem, hier gehe ich natürlich auf die beiden. Dankeschön. Genau, und bei so welchen Servern gehe ich halt immer auf, was ich halt aktuell brauche, wie zur Epic-Seelen in der Art, ne? Weil dafür ist es ja da, ne? Oh Gott, ja, komm, gib mir alles. Oh ja, da kommen sie doch, die Seelen. Ja, wunderbar. Bam, Junge. Mach ich Herz direkt nochmal. Was brauche ich hier für ein Herz? Herz 3. Ja, komm, let's go. Bam, da ist er. Da bauen wir schon direkt einmal. Zack. Da ist er fertig und haben direkt 5% mehr Crit-Schaden, oder? Glaub mir. Das macht schon, 5% sind nicht wenig. Und das macht den Unterschied. Es wird krass, es wird schön. Es wird uns sehr viel Freude bieten. Was haben wir hier? Ja, komm, nehmen wir die mit, weil zwei, verdammte Axt. Seelen bitte. Danke. Wow. Ja, let's go. Können wir mal direkt hier kurz Lotto spielen gehen, wa? Bam, Junge. So muss es sein. Schönes Ding. Beim ersten Mal hatte ich das schon mal. Beim ersten Mal einfach alle Würfel komplett. 5 Stück. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das schon hatte. Hatte ihr das schon? Schreibt es in die Kommentare, aber ich bin halt Lucky Lars, deswegen. Ah! Oh yeah. Den muss ich mitnehmen hier. Katze. Kusch, wieder. Ja, let's go. Schönes Ding. Ich muss am Rad drehen hier. Gibt auch mal sehr viel Gold. Gib mir Gold, 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 gib mir Gold. Pilze sind auch okay, aber Gold ist besser. Gold, 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 Gold. Gold, 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 Gold. 42, 43 Mille, 43, 43. Bleib geh auf 44, 44, 44, 45, 46, 47, 47, 47, 47. Ah, 46,5. Ist okay, oh, die Brust ist sexuell. Die erregt mich doch ziemlich hart. Steingewinnung jetzt. Jetzt reinknallt hier. Wir können, glaube ich, nichts mehr zerballern. Deswegen das alles weg. Sehr feines Ding. Dann sind wir auf jeden Fall da schon mal gut dabei. 47 Millionen Gold. Macht ist lecker auf jeden Fall. Ist ziemlich lecker. So, jetzt haben wir den schon mal fertig. Dann würde ich mal sagen, das baue ich den auch schon mal durch das Tor gelangen pro. Genau, dann kriegen wir mehr Seelen. Das ist auch okay. Dass wir später Helden anlocken konnten, dies, das, Ananas, ihr wisst Bescheid, das werde ich auf jeden Fall währenddessen alles mir gönnen. So, hier könnt ihr jetzt auch weiter ausbauen, ich schau mal kurz auf mein geheimes Lager, das ist auch sehr prall gefüllt. Natürlich nebenbei immer schön jetzt hier suchen, wir werden erstmal Edelsteine nicht, Mine erstmal nicht mehr hochziehen, was man immer als erstes hochzieht, wenn man ein neues Rathaus hat, wie ich finde, und auch am meisten Sinn ergibt, oh, 100, ist natürlich immer das Arbeitsquartier. Weil umso schneller ich quasi das Arbeitsquartier hochziehe, umso schneller werden die anderen Gebäude fertig. Außer man skippt alles, wenn man YouTube Money Gold hat, dann geht das auf jeden Fall, oder Geld, aber so. Auf jeden Fall immer erstes Arbeitsquartier. Ihr merkt gerade, meine Stimme versagt etwas. Ich weiß gar nicht, wieso.
Hab vielleicht zu viel rumgeschnitten. Wäre ich doch krank? Ich weiß es nicht. Ja, ich sag ja, Wetterumsprung, ne? Wisst Bescheid. So, als nächstes werden wir definitiv mal bei den Pets vorbeischauen, weil ich glaube, durch die 5% mehr kann man schon so ein bisschen was reißen. Ich denke mal, ob der Wurm... Wie müssen wir hier, wenn wir den kaputt machen, müssen wir switchen auf die Katze. Die schaffen wir noch nicht, die Katze. Die ist ziemlich krass. Die gönnen wir uns als nächstes, wenn wir quasi mit der fertig sind. Was ist hier mit Mr. Tinkerbell? Schaffst du den alten Genie in der Flasche? Das sieht gut aus. Das war gerade ein krasser Try dabei, deswegen wir checken mal die Lage. Ob das drin ist oder nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Genau wie meine Stimme, wir werden es sehen. Den schaffen wir doch nicht. Erden haben wir gerade nichts im Angebot. Ich muss mich kurz räuspern, Entschuldigung. Boah, meine Stimme, Leute. Ich glaube, bald ist es vorbei mit mir. So, kurz Krokodil probieren hier, ob das noch drin ist. Ich muss ein bisschen beruhigter reden, es tut mir leid. So, Mr. ekliges Viech mit ganz vielen Tentakeln. Krake, so nennt man es auch. Die Krake. Schauen wir auch nicht. Schade. Dann würde ich sagen, werden wir als nächstes kurz einmal uns schon mit den Pets hier komplett befassen. Können wir noch einmal reinfüttern, können wir nicht, dass wir hier fertig sind. Wir gewinnen alles. Wir gewinnen aber alles. Ja, schade. Bis auf einmal haben wir alles gewonnen. Gar kein Ding für den King. So, als nächstes werden wir dann kurz checken, was haben wir noch offen. Wir haben noch These Manager, wir haben noch Gildenportal. Aber ich glaube, wir werden jetzt mal skillen. Ich habe schon gestern gut reingeskillt. Ein bisschen Ausdauer vernachlässigt, deswegen ziehe ich ein bisschen erst Ausdauer hoch. Und deswegen als nächstes gehen wir dann mit den anderen Sachen hoch. Tut mir leid, wenn ich die ganze Zeit ein Räuster bin, aber irgendwie habe ich gerade so einen kleinen Frosch im Hals. Ich kriege ihn halt auch nicht raus. Ich weiß nicht wieso. Tut mir leid. Könnt mich gerne böse verurteilen in den Kommentaren. Oder benutzt meinen Creator-Code und kauft damit ganz viel Pilze, um einfach nur zu sagen, Lars, ich gönne dir auf jeden Fall einen neuen Ferrari. Ich habe erst drei. Nein. Natürlich, ich und Ferrari, so kennt man ihn. Komm, Rest nochmal in Ausdauer rein. Glücks gehen wir nicht, warum? Haben wir genug. Habt ihr gesehen beim Würfelspieler, brauchen wir nicht. So, als nächstes werden wir dann hineingehen in den wunderbaren Dungeon. Und zwar, ich glaube, es geht auch sogar weiter im Märchenturm. Oder? Wenn wir ein bisschen geskillt, reicht das, um die Kollegin wegzulümmeln? An sich brauchen wir einfach... Wir brauchen einfach so... Warte mal, ich mach mal kurz was, ne? Nein, den nicht. Den halt auch nicht. Den brauchen wir. Ich glaube, der ist sogar besser als meine, alle 350, ist mir scheißegal. Den hau ich aber... Ich verklebe mich die ganze Zeit. Den hau ich trotzdem jetzt bei ihm hier rein. 315. Das ist schon ein gutes Upgrade. 350, guck mal, die sind alle besser. Guck mal, was für kranke Steine ich schon bekommen kann. Aber ich habe die Mine weit so lange weg. 301 ist halt auch besser als alle meine Dinger, ne? Komm hier oben rein. Ich glaube, wenn ich jetzt sage, okay, ich opfer kurz 3000 Pilze, die ich gerade nicht habe, dann könnte ich noch mehr bekommen. Aber wir warten erstmal kurz ab. Dann hauen wir da rein. Glaub mir, Jungs und Mädels, wenn wir uns neu equippen in den nächsten Tagen jetzt hier mit den neuen Edelsteinen, das dauert jetzt 8 Stunden, 8,5, 9 Stunden, bis ein so ein scheiß Ding zu bekommen. Aber wenn wir das durchziehen, uns kurz Neues gönnen, ein paar Pilze investieren, dann wird das richtig krass werden. Dann können wir richtig viel noch wieder reißen. Ich glaube, sie ist drin, oder? Ich meine, der Kundi, Mr. Kundschafter, ist halt das Krasseste, was es gibt im Turm. Allgemein bei den Begleitern. Und deswegen könnte das was werden. Wir können sogar uns so langsam überlegen, den... Nice. Den Epic Stein hier rauszunehmen. Oh, auch dauernd. Weil der halt nicht mehr so gut ist. Es lohnt sich, glaube ich, mehr, quasi so einen 300er, 350er Stein reinzunümmeln, als einen 150er von so Ausdauer und Hauptattribute. Oh, neue Intelligenzwaffe. Das macht mich auch ziemlich geil. Weiter. Oh, die Tiere. Die nutzlosen Tiere. Die kennt man aus Bremen. Kennt ihr sie auch? Wenn ja, schreibt sie in die Kommentare, was das für Tiere sind. Ja, der will nicht. Dann switchen wir erstmal kurz zum Waffenladen wieder zurück. Oh, zwei neue hier. Weiter für Schuhe bekommen. Bessere auf jeden Fall. Das können wir behalten. Und dann später ins Klöchen reinknallen. Nicht ein Klöchen, sondern natürlich zerlegen morgen beim Schmied. Das ist Stärke. Jetzt ist aber der Kuni fehlt noch. Da fehlt noch ein Hut und ein Güdel. Aber irgendwie kriegen wir das gerade nicht hier, ne? So, 266 Stärke. Yes, Upgrade. Definitiv. Der Stein ist schlecht. Ja, besser als keiner, ne? Besser als keiner. So, was haben wir hier? Intelligenz und das ist auch wieder Intelligenz. Das heißt, zurück zum wunderbaren Dude hier. Intelligenz ist auf jeden Fall ein Upgrade 1000. Ja. Fein. Steingewinnung, Dankeschön. Reingelümmelt den alten Lachs hier. Wunderbar. Hier auch eine Steingewinnung und reingelümmelt den Lachs hier. So wie es sein muss. Sehr gut. Und das war Stärke.
Und ich glaube, der war auch besser, oder? 265, ja, so minimal. 5 Stats mehr ist besser als gar nichts. Das kann oben 3 ins Klöchen, 2 mal noch zerlegen beim Schmied. Wunderbar, schon mal 6 Mille Gold hier. Schaffen wir noch was? Ich try's mal kurz. Nein, der ist zu hart, aber ich glaube, es geht dann in der Schattenwelt weiter. 5% mehr Schaden, meine Damen und Herren, durch die Begleiter. Crit-Schaden. Es geht ab. Nice. Oh yeah, number one. Und die geben ein bisschen mehr Erfahrung, habe ich mir sagen lassen. Und da ist er auch down, neue Kriegerwaffe. Oh, guck mal hier alles, da geht's voran hier, Leute. Was macht der Crit-Schaden hier? Der rasiert, der lümmelt auf jeden Fall. Ah, okay, nächstes Ding hier schon. Der kann auffallen. Da ist er down. Wunderbar. Wir switchen kurz die Items. Was haben wir bekommen hier? Ja, Intelligenz. Das ist Stärke. 62, kein Upgrade wert. Ein bisschen mehr Rüstung, aber für die Pilze lohnt sich das nicht unbedingt. Das ist definitiv ein Upgrade wert. Oh yeah, gefällt mir. Steingewinnung und rein damit. Alle Attribute, Schuhe brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Und da checken wir gleich die Lage. Das ist 124er quasi hier. Was haben wir hier? Ja, das ist definitiv ein Upgrade. Das kann auch noch zerlegt werden morgen. So, Intelligenz, 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 261, das ist sogar schlechter, wie man sieht. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Bedarf nach oben. Können noch ein bisschen angreifen hier, ne? Muss ich auch noch machen. Ich habe noch so viel zu tun. Ist einfach so krank, wie viel man machen kann zum Anfang auf einem neuen Server. Beziehungsweise einen etwas neueren Server, ist ja der neueste. Und dann im Verhältnis quasi zu später, verfällt das schon eher so zu, weiß ich nicht, so ein Tagesablauf, ne? Den man dann halt da einfach hat. Ja, noch ein paar Sachen hier, wo ich angreifen kann. Da zum Beispiel. Ja. Dankeschön. Machen wir später fertig. Ich werde schon mal hier kurz nachbauen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Das läuft auf jeden Fall. Warum blinkt denn die Festung? Ach so, hier. Ah, okay. Können wir den nochmal ausbauen. Und als nächstes werden wir weitermachen. Und zwar in der Schattenwelt. Weil ich glaube, da sind noch ein paar Dudes drin. Ich meine es sogar geglaubt zu haben. Ich meine, das geht. Jawohl, wunderbar. Schönes Ding. Nice. Was ist mit ihm hier? Ja, es könnte sogar Endstation schon sein heute. Den nächsten können wir bekommen quasi aus der Edelsteinmine. Das heißt, wir müssen wieder 8 Stunden warten. Ihr kennt das Spielchen. Den schaffen wir nicht. Leider. Was haben wir noch als Item noch bekommen? 222. Yep, Upgrade. Es wäre sogar für mich ein Upgrade. Ihr seht es selber, meine Sachen sind nicht mehr so aktuell. Da muss auf jeden Fall was Neues her. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir noch in die Lichtwelt. Weil hier haben wir als nächstes den Drachen. Sogar der ist mal. Ich dachte gerade, der ist gar nicht drin, aber der ist halt einfach tot jetzt. Sah so aus. Das ist wieder unmenschlich viel aushalten. Ich schieße doch mit Chicken auf dich, bitte Chicken Master. 3000. Der ist nicht mehr drin. Was ist mit ihm jetzt hier? Mr. Anwalt. Ey, der ist drin. Ich rieche es. Unter seinen Achseln. Jawohl. Nice. Schönes Ding. Mr. Belzebub. The last one. Da ist er down. Da ist er kaputt. Ich weiß gar nicht, was für ein Epicus gegeben hat, aber trotzdem. Wir gehen quasi weiter. Sind schon im 13. Stock, das ging ja ziemlich fix und haben was bekommen? Einen neuen Gürtel. Der sogar ganz okay ist. Stein ist auch okay, können wir reinlümmeln den alten Kollegen hier. Wunderbar, habe ich endlich Verzauberung wieder drauf. Es gibt ja eine mittlerweile, jawohl. Sehr schön. Hab schon wieder 7 Mille Gold, ihr seht es selber. Das Gold-Event am St. Patrick Day ist am Start. Gefällt mir. Und wir checken mal weiter hier, ob wir hier vielleicht vorankommen. Bei Mr. Helgor. Aber ich glaube, obwohl, ja, wir müssen halt einfach wiederbelebt werden. Aber der ist schon krass, ne? Kurz Attribute upgraden, beziehungsweise abchecken hier. 7,5, wir haben mehr Hauptattribute als er. Ein bisschen. Wir haben 7,8. 7,2, 7,6,5. Also Ausdauer, klar, wir sind ein Kundi. Er ist halt ein Krieger, er muss mehr Ausdauer haben. Es könnte was werden. Siehst du, das ist doch. Da sind die Tries, die ich sehen will. Die Lucky Last Try, oder ist er schon down? Nice. Wunderbar. Was bekommen? Oh, eine Brust. Ist nicht so gut. Die können wir genau niemanden geben, weil sie erst ins Klo rein muss. Das heißt, das muss zerlegt werden. Schade, alle Attribute ist halt nicht so das Geilste immer. Schade. Aber trotzdem ist er down. Upsala, verklickt. Ja, jetzt kommt der Intelligenz-Dude. Ja, ich glaube, das ist jetzt hier Endstation. Da macht sich nicht mehr Tut-Tut, sondern eher. Nö, nö. Nee. Das ist vorbei. Was mit ihm hier? Okay, dem alle so unglaublich viel Ausdauer. Hier haben wir den Hut, der geht auch längst noch nicht. Hier sind wir quasi bei 3, aber der wird auch noch nicht fallen, ist auch Intelligenz. Endgegner da oben kommen wir auch nicht weiter. Ich glaube, das war's. Ich glaube, mehr ist nicht drin. 7 Mille haben wir noch an Gold, was ich direkt verskillen werde. Und zwar 1,7, 1,6 direkt im Ausdauer wieder rein.
Sehr schön, machen wir das mal kurz. So, sehr fein. Und dann haben wir natürlich noch das Gildenportal, was wir betreten müssen. Eben so das Dämonenportal. Ich glaube, der fällt, oder? Nein? Schade. So, müssen wir beim Kollegen noch was kaufen. Gönnen wir uns mal kurz der alte Parkplatz hier. Wunderbar, wird sich gegönnt. Kurz ein bisschen ausbauen hier. Und noch 10 Angriffe machen. Können wir noch kurz easy durchlümmeln hier. Ihr seht selber, ne? Also allgemein, wenn man sich das so... Man ist ja so ein Indiz dafür, wenn man in der Arena gar nicht vorankommt. Liegt einfach daran, dass wir von den Items der Waffe ist gut. Obwohl, jetzt ein bisschen wieder... Jetzt geht's besser, klar, weil wir ein paar Level gemacht haben. Aber wir müssen so langsam uns neue Epics gönnen. Die Frage ist, wann das nächste Epic-Event ist. Ich hoffe, nächstes Wochenende, weil dann können wir wieder einen richtig krassen Push machen. Es ist doch bald sogar legendäre Dungeon, ne? Zu Ostern. Das heißt, das sieht auch sehr, sehr interessant. Natürlich für so einen jungen Server nicht ganz so interessant, weil man da nicht so vorankommt, beziehungsweise die Epics, beziehungsweise die Legendaries halt sehr schnell alt werden, aber trotzdem immer ein geiles Event. Erst einmal noch bei 71%, muss ich auch noch pushen, mindestens auf 80%, ist mega schlecht, sorry dafür. Aber das war's von EU2, S2. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da auf jeden Fall. Dankeschön für die Dudes, die sich mir den Creator-Code Pilze gegönnt haben. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Dankeschön für alles. Bleibt gesund, seid ein Haufen super nicer Boys and Girls. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und tschüssi.